Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Als wir unser Model 3 gekauft haben, stand ja die Frage im Raum, ob wir mit dieser Farbe zufrieden sind, ob die Lackierung gut ist, ob wir es folieren sollen. Damals haben wir sogar auf Oskars Kanal schon eine Farbe ausgesucht, wie wir es folieren wollten, und das kam dann nicht zustande. Und viele haben gefragt, wann folierst du endlich dein Auto? Und folierst du es überhaupt? Tja, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich ist das mit der Folierung nur an einem Terminproblem zunächst mal gescheitert. Wir hatten eigentlich vor, das Model 3 folieren zu lassen. Und dann habe ich irgendwann mal ein foliertes Auto gesehen. Und es sah von Weitem gut aus, aber wenn man näher rankam und wenn man die Türen aufgemacht hat, dann war ich nicht mehr so ganz begeistert. Mein Gedanke war eigentlich, eine Folierung schützt den Lack, erhöht sozusagen den Wert des Autos dauerhaft. Es hat sich dann aber eher herausgestellt, dass es noch gar nicht so sicher ist, ob man diese Folie dann später mal wieder abbekommt. Im schlimmsten Fall bleiben dann sogar Lackspuren an der Folie kleben, und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Und dann habe ich auch immer wieder von der Community gehört, ich soll doch eine Keramikversiegelung machen. Und als ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, bin ich auch hier im Norden in Lübeck eben bei der Lackiererei Jürs drauf gekommen, dass die das machen. Ihr werdet zeitweise oben das Wort Werbung eingeblendet sehen, und das liegt daran, weil ich dann mit der Lackiererei Jürs, mit dem Michael Schamberg, ins Gespräch gekommen bin und hier ein ganzes Paket nun bekomme zu einem wirklich für mich sehr stark rabattierten Preis. Und ich hoffe und glaube, dass sich das lohnt, für mein Model 3 diese Keramikversiegelung zu machen und zusätzlich auch noch eine Hohlraumversiegelung. Genug geredet, es geht auf nach Lübeck zur Lackiererei Jürs, und dann schauen wir mal, was die dort genau machen. Ja, guck mal, da steht's ja schon. Ganzkörperbegrüßung. Jürs Lackiererei. Schicke Sache. Alles gebrandet. Na, bin ich mal gespannt, wem ich hier mein Auto anvertrauen darf. Wo der Michael ist. Ah, der Michael ist gar nicht da. Der Michael ist eine junge Frau. Hallo. Hallo. Genau. Hallo. Ich bin Lea. Ich bin für Social Media hier zuständig. Ich mache eben auch die Videos. Ich schneide die Videos. Ich lade sie hoch. Und von mir kommen auch immer die witzigen Kommentare bei uns unter den Videos. Okay. Deswegen habe ich ja auch davon erfahren, dass es euch gibt. Sehr und bin gut. Den weiten Weg in den Norden gefahren. Sehr schön. Da freuen wir uns immer. Und gebe euch jetzt das Auto. Und zwar 10 Tage oder sowas, gell? Ja. Wir werden das Ganze ja auch begleiten, und dann könnt ihr bei uns auf dem Kanal auch schauen, was wir denn alles gemacht haben. Ah, ja. Die ganzen technischen Details, da sind dann doch eher unsere Mitarbeiter oder eben Michael involviert und wissen da Bescheid. Wenn ich abhole, ist ja der Michael da. Genau. Und ihr bekommt jetzt einen kleinen Zeitsprung, weil dieses Video geht eben Dienstag nächste Woche weiter, wenn ich dann hier mit zitternden Händen ankomme und gespannt bin, wie mein Auto aussieht. Und dann würde ich sagen, ja, komm, wir springen mal zusammen hoch. Und dann, wenn wir wieder runterkommen, ist es Michael, okay? Sollen wir das so versuchen? Das machen wir. Okay. Okay. 1, 2. Ja, ja, das sind wir wieder. Das macht nichts, wir sind nicht synchron, aber es ist ja auch 2 Wochen später. Genau. Hier steht Michael Schamberg in mir. Ja. Chef der Lackiererei Jürs, sage ich immer, genau. Aber das ist ein bisschen mehr als eine Lackiererei. Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Der Kollisionsspezialist, du hast mir gerade erzählt, 108 Mitarbeiter. Ja, mit beiden Unternehmen, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt war mal, da ist eine Karte, und ich habe schon mal gespickt, und jetzt schaue ich mein Auto an, pass mal auf. Guckt euch mal das an. Ich bin tatsächlich, als ich vorhin reingekommen bin, habe ich gedacht, was ist denn da los? Haben die das irgendwie nochmal dunkel angemalt oder wie? Das sieht man jetzt gar nicht so gut mit der Spiegelung. Es sieht aus, wie wenn es nachlackiert wäre, ist es aber nicht. Ne? Aber das ist schon, kann schon sein, dass es einen Eindruck macht, dass es irgendwie... Es hat jetzt eine größere Tiefe, weil es eben glänzt und weil da zweimal Keramikbeschichtung drauf ist. Das Ding war jetzt fast 2 Wochen bei euch. Das scheint eine zeitaufwendige Sache zu sein, oder? Was muss man denn da so alles machen? Wir sprachen schon ganz kurz drüber, als ich dich abgeholt habe. Das ist natürlich, dein Lackzustand war schon extrem schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Mein Lackzustand? Ich bin 52. Achso, du meinst mein Auto? Aber bei dir ist doch nicht der Lack ab. Nein. Okay, ja. Genau. Mhm. Also der Lackzustand war wirklich schlecht. Okay. Und, also Tesla, ihr könnt mir nicht so ein Auto verkaufen mit so einem schlechten Lack. Ne? Oder schlechte Waschanlage oder schlecht behandelt vielleicht. Nee, ich behandle Autos eigentlich gar nicht. Ich fahre sie nur. Naja, dann hast du jetzt die beste Voraussetzung. Ich muss mal dafür. Diese Mama fragen, was sie mit dem Auto gemacht hat. Diese Mama, genau. Das heißt, ihr musstet tatsächlich mehr in der Vorbereitung machen als gedacht. Wesentlich, genau. Okay. Da, so, dann hast du das gesamte Paket im Grunde genommen für dich in Anspruch genommen, ja. Bis auf
auf die Fahrzeugdämmung. Okay. Und diese Dämmung gab es noch nicht so richtig, als wir gesprochen haben. Ja. Und weil ich mich gefreut habe, dass du bei mir bist, habe ich sie dir quasi geschenkt und habe sie dir jetzt überall eingebaut. Das ist wirklich super nett. Und ich habe mich darüber vorhin, und das müsst ihr auf seinem Kanal anschauen, als er mir das wirklich als Überraschung Breaking sagen, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Deswegen freue ich mich jetzt nicht künstlich nochmal, das wäre falsch. Wär doof, ja. Aber das geht mal auf seinen Kanal und schaut euch das an. Das hat mich saumäßig gefreut, weil ich als Musiker natürlich es sehr gerne mag, wenn es leise ist. Und ich bin da sehr gespannt, werde auch nachher nochmal berichten, nachdem ich gefahren bin. Okay, ihr habt zweimal Keramik versiegelt, das heißt, ihr habt erstmal natürlich gewaschen, das Auto war natürlich dreckig, wie es sich für mich gehört. Genau. Dann habt ihr aufpoliert oder so und dann zweimal Keramik. Genau. Was heißt das jetzt für mich? Heißt das jetzt, dass ich weniger waschen muss oder dass ich... Zum einen auch das, genau. Wir sagen immer, umso weniger man auf dem Lack sowieso rumwäscht oder wischt, ist umso besser. Mhm. Das heißt, wir empfehlen immer zwei Sachen. Einmal, du fährst direkt in die Waschanlage. Wenn man zertifizierte Waschanlagen nimmt, die haben genaue Reinigungspläne. Da weiß man genau, die pH-Werte stimmen und so weiter und so fort. Und am besten immer noch, wenn sie dann einmal ringsherum abgeduscht werden vorher, die Autos, bevor die reingehen. Ja. Und oder eben ganz normal selber waschen. Das ist natürlich fürs Auto die beste Geschichte. Ganz normal selber waschen. Ich hab dir da ein Keramik-Shampoo für dich persönlich. Weil das ist echt super. Das schau mal das noch anders, wenn du was reingelassen hast. Sehr gerne. Genau. Das wäre das Beste. Und ansonsten, mein Gut, diese roten Drehbürsten, die gibt es ja nicht mehr, die Klobürsten. Aber so sah dein Auto aus. Aber diese blauen Textilfasern, Textil, das ist das, was ich habe. Ja. Das war eigentlich das, wo ich bin auch nur dreimal reingefahren. Also schon komisch, warum das dann so aussah. Ich weiß es nicht. Ich muss auch gestehen, ich sehe sowas gar nicht. Ich sehe nur jetzt, dass es schöner aussieht als vorher. Das muss ich sagen. Okay, und bei den Scheiben merke ich da auch einen Unterschied? Genau, so ab 70, 75, 80 hast du nachher im Frontscheibenbereich perlt das Wasser einfach so ab. Du brauchst kaum noch den Scheibenwischer. Und was natürlich ganz cool ist, eben auch auf dem Dach und so hast du nachher keine Wasserflecken. Das ist geil. Ja. Allerdings muss man sagen, Frontscheibe hält in der Regel nur so ein Dreivierteljahr, je nach Benutzung, weil du hast einen mechanischen Abrieb über die Scheibenwischer und deswegen hält es nicht ganz so lange, so ein Versiegelungsnetz kommt. Das hält wieder ein bisschen länger. Mhm. Auf dem Lack ist halt eine andere Technologie auf der Scheibe. Okay. Die halten grundsätzlich nur ein Jahr. Mhm. Auf dem Lack hält es auf jeden Fall 3 bis 5 Jahre, je nach Pflege. Das ist ja auch eine Glanzgarantie sozusagen. Ne? Also je nachdem, wie man mit seinem Auto umgeht. Pflege, davon ist sag nicht solche hässlichen Wörter. Pflege. Guckt euch das Auto nochmal an, so wird er nie wieder aussehen. Das höre ich jetzt schon. Bei manchen sieht das Auto nach 2, 3 Jahren noch so aus. Mhm. Aber sie pflegen es Auto halt. Okay, ja gut. Anderes Thema. Ja, das ist nicht so mein Ding. Ne? Also, ich pflege meine Gesundheit. Das ist auch wichtig, natürlich. Okay, ich hatte ja zunächst, es war ja schon auf Oskars Kanal oder auf meinem, glaube ich, man hat sich sogar schon die Farbe ausgesucht für die Folierung. Ich bin da irgendwie wieder abgekommen. Hast du denn Erfahrung mit Folierung und kannst mir sagen, es war richtig, dass ich davon abgekommen bin? Ja und nein. Also, Autolackierer als solches sind immer nicht so begeistert von Folierung, hat den einfachen Grund, wir kriegen oft Fahrzeuge, die wieder aus dem Leasing gehen. Wir müssen sie dann entfolieren. Ja. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn eine schlechte Folie genommen worden ist, hat man auch mal, dass man vielleicht einen Lack mit runterreißt. Mhm. Es muss geföhnt werden, es muss gezogen werden. Mhm. Also wir mögen es als Autolackierer halt nicht so gerne. Mhm. Ich habe aber auch schon komplett folierte Autos Keramik beschichtet. Also die wollten den Doppelschutz sozusagen. Okay. Sogar schon mehrere. Das heißt, sie kamen hier mit einem komplett folierten Auto an und haben auf die Folierung eine Keramikbeschichtung machen lassen. Das geht auch. Das geht auch. Komm, jetzt setzen wir mal rein, dann sprechen wir über die Hohlraumversiegelung. Okay. Und das ist das besagte Keramik-Shampoo für denjenigen, der es selber waschen möchte. Okay. Ja, und das ist unser Glasreiniger halt. Vielen, vielen Dank. Ihr habt eigene Produkte sogar. Ja, genau. Okay. Also wir wollen ja nicht zufällig Werbung machen. Ein bisschen Werbung hatte ich ja schon am Anfang angedeutet. Genau. Machen wir natürlich, weil ich natürlich mich sehr freue, dass ich da einen schönen Rabatt bekommen habe. Sag mir mal, was ist der normale Preis? Der reguläre Preis wäre jetzt irgendwas inklusive Mehrwertsteuer bei 4.200 Euro gewesen. Für das ganze Paket. Für das ganze Paket. Okay. Hohlraumversiegelung hattest du mir eben auch gesagt, dass das sinnvoll ist. Sind die Tesla nicht so dolle oder ist es also nötig, das zu machen? Also es sind verschiedene Leute, die aus der Branche kommen, der Meinung, dass eben, es ist ja nicht so viel da drin. Mhm. Wir haben uns das angeguckt und auch andere haben sich das eben schon angeguckt und wir sind halt der Meinung, da muss noch was zusätzlich rein. Das heißt, ihr schraubt Teile ab, damit ihr an die Hohlräume rankommt und dann sprüht ihr da oder... genau, das ist sprühen tatsächlich. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt zwei Produkte,
Punkte. Das ist einmal ein Rostschutz und einmal ein Steinschlagschutz. Und der Rostschutz ist gleichzeitig eben die Hohlraumversiegelung. Und diese beiden Produkte sind aufeinander abgestimmt. Also es kommen auch in den Radkästen, weil da ist ja im Grunde genommen auch nur eine dünne Schicht Grundierung drauf. Kommen in die Radkästen, kommt die eine Schicht, die trocknet dann ungefähr so 4 bis 6 Stunden, je nach Raumtemperatur. Und dann kommt da die zweite Schicht drauf. Mhm. Und in die Hohlräume kommt halt nur die eine Schicht rein. Mhm. Die Schweller sind immer so ganz vorne, die Schwellerspitzen, diese ganzen Achsteile einmal mit Wachs beschichtet. Jetzt haben wir diese drei Sachen, Keramik, Hohlraum und Schalldämmung. Dafür habt ihr teilweise das ganze Auto auseinandergebaut, oder wie? Genau, da werden die Türen dann auseinandergebaut, da wird dann die Türpappe nochmal zusätzlich gedämmt. Die Türen kriegen Alubutylstreifen, wo wir der Meinung sind, dass es eben Schallgeräusche und Vibration vor allen Dingen, ne? Die Hutablage, die vibriert eben gerne und das ist eben jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben vorhin ja schon einmal geklopft, hast du ja gehört, am Seitenteil. Das hört sich normalerweise eben komplett anders an. Was von diesen drei Sachen ist das aufwendigste? Keramikversiegelung, Hohlraumversiegelung oder? Es ist alles aufwendig, weil bei der Keramikversiegelung ist es die Vorarbeit. Das Versiegeln ist nachher einmal draufschmieren, auf Deutsch gesagt, und einmal hinterher polieren. Die Vorarbeit, bis der Lack so aussieht, wie er jetzt aussieht, das ist die viele Arbeit. Und bei der Hohlraumversiegelung ist es so, das Reinsprühen selber, das geht, das sind Sekunden. Ja. Aber wie du schon sagst, es muss ja erstmal alles freigemacht werden. Ja. Und dafür müssen wir die Radhausschalen abbauen, dafür müssen wir hinten die Verkleidung rausnehmen und so weiter und so fort, um in die Seitenteile reinzukommen. Und das ist eben die Arbeit, das Auseinanderbauen zusammen. Und diese ganzen Abklebearbeiten, weil die Hochvollteile, das wird ja alles abgeklebt. Ja. Die Federbeine werden abgeklebt, da braucht ja kein Wachs ran. Und das ist das eben, was unheimlich aufhält. So alleine so ein Auto komplett abzukleben, dauert schon 5 Stunden. Ja. 5 Stunden überall mit Tesa, das ist einfach so. Und diese beiden anderen Pakete zusammen, weißt du, wo die so ungefähr lägen? Die Hohlraumversiegelung liegt bei 1250 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Da ändert sich auch am Preis nichts. Ich sage nur immer, ich kann nicht den 100%igen Preis für den Lack machen, weil ich nie den Zustand kenne. Und da mache ich immer so eine Preisspanne. In der Regel kommen wir mal ganz gut hin mit unseren Kalkulationen. Bei mir wäre es teurer geworden. Bei dir wäre es tatsächlich 300 Euro teurer geworden. Okay. Ja, weil es einfach endlich Stunden länger gedauert hat, bis der wieder so aussah, wie er jetzt aussieht. Oh Mann. Ne? Also, da musst du natürlich auf jeden Fall ein Gegengeschenk kriegen. Ich glaube, wir gehen noch mal kurz raus. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so wertvoll wie das, was du mir jetzt noch hier geschenkt hast, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass es dir ein bisschen Spaß macht. Wir sprachen mal drüber. Genau. Du hattest es gewollt und ich schreibe dir natürlich nachher auch gerne noch was rein. Unbedingt, unbedingt. Ich bin gespannt. Ich habe praktisch in diesen 2 Wochen dieses Hörbuch aufgenommen. Insofern, ja, ich werde immer beim Hörbuch an Jürs in Lübeck denken. Vielen Dank dir. Ja, ich drehe jetzt noch ein paar Aufnahmen und dann fahre ich nach Hause und dann berichte ich euch nochmal kurz, was mir aufgefallen ist, vielleicht mit Regenschmutz, Lärm und so weiter. Also bis gleich und dir vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ciao. Ciao. Einige 100 Kilometer später in der Nähe von Erlangen bin ich jetzt hier mit unserem schicken, neu gemachten Model 3. Wie ihr seht, hinter mir wunderschöne Natur. Natürlich erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an den Michael Scharnberg für diese wunderbare Wellness-Behandlung. So sauber war mein Auto noch nie und was ich auf jeden Fall mal gemerkt habe, war, dass Dreck und Regen, es hat ziemlich viel geregnet, wunderbar abgeperlt ist, auch von der Scheibe. Wobei es auch ein bisschen so geschmiert hat, habe ich nochmal mit ihm Rücksprache gehabt. Also das kann man dadurch beheben, dass man wohl so eine Lösung aus Bioethanol und Wasser dann in die Wischanlage macht und dann ist dieser Schmiereffekt wieder weg. Es kann sein, dass ich dann falsches Wischwasser habe, was sich nicht verträgt mit dieser Versiegelung. Beim Dämmeffekt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das kommt halt auch immer drauf an. Man hat immer nicht so richtige Vergleichswerte. Ich bin mal gespannt. Michael will da mal auch richtige Tests machen, dezibelmäßig. Ich glaube, es hat auch was mit den Frequenzen zu tun. Ich hatte so den Eindruck, dass es im mittleren Frequenzbereich ganz gut gedämmt hat, dass so diese hohen Pfeif-Windgeräusche halt nicht weggehen, die auch woanders herkommen, wo gar nicht Türen sind und dass so diese eher so Körperschall artigen tiefen Brummfahrgeräusche auch nicht durch jetzt Dämmung von Türen und Karosserieteilen weggehen. Insgesamt konnte ich jetzt da nicht sagen, boah, jetzt ist es plötzlich total leise. Aber das kann man jetzt nach dieser kurzen Zeit eigentlich auch nicht sagen. Die Hohlraumversiegelung, die wird sich sowieso auch erst in ein paar Jahren erweisen, aber da bin ich mir ganz sicher, dass das ein Gewinn ist. Vielen Dank nochmal für die Wellnessbehandlung. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, hat euch interessiert. Schaut doch unbedingt auf seinem Video rein, das ich euch nachher verlinke, wo ihr nochmal genauer seht, was ihr eigentlich gemacht habt und wo ihr auch die Möglichkeiten
seht selber, vielleicht in Lübeck so eine Wellnessbehandlung für euer Auto zu bekommen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, liked dieses Video, teilt es und kommentiert gerne oder schreibt mir, was ihr für Themenvorschläge habt. Ja, ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer Dieser Date.